Hallo und herzlich willkommen zu meiner Reihe über die Stetigkeit. Heute wollen wir beweisen, dass konstante Funktionen stetig sind, und zwar mit der Epsilon-Delta-Definition der Stetigkeit. Das Problem von konstanten Funktionen ist, da kann man diese Formel hier nicht anwenden. Warum geht die nicht? Weil wir kein f hoch minus 1 haben. Konstante Funktionen sind erstmal nicht invertierbar. Nun, bei konstanten Funktionen gilt aber Folgendes. Es gilt ja, f von x ist gleich k für alle x. Für alle x. So, und das heißt, wenn f von x gleich k ist, dann ist Betrag f von x minus f von x0 dasselbe wie, ja, das ist ja gleich k für alle x, dasselbe wie k minus k, das ist 0. So, wenn ich jetzt mir irgendein Epsilon vorgebe, muss ich einfach irgendein Delta angeben, dann habe ich den f von x minus f von x 0 gleich 0. Das ist mit Sicherheit kleiner als Epsilon für alle x, x 0, für alle x, x 0, die reell sind. Und damit ist das Delta beliebig. Ich kann Delta beliebig wählen, zum Beispiel Delta gleich 1. Gleich 1 und dann setzen Sie das an und dann funktioniert das. Damit habe ich gezeigt, dass zu jedem Epsilon größer 0 ein Delta existiert und das Delta ist 1. Weil das Delta nicht abhängig ist von x0, sind konstante Funktionen selbstverständlich auch gleichmäßig stetig. Und jetzt haben wir nachgewiesen, dass konstante Funktionen stetig sind und dass y gleich 2x minus 1 stetig ist, zeige ich dann im nächsten Video.